So, meine Damen und Herren, wir haben knapp 500 Teilnehmer, die uns zugeschaltet sind. Ich bin Marc, euer Moderator. Alle Fragen kommen gleich bei mir an. Ich gebe mir beste Mühe, alle Fragen zu beantworten. Sollte irgendwelche Fragen nicht sofort beantwortet werden, nicht böse sein. Wir sammeln die und fragen den Jan nochmal im Anschluss. Ich denke, alles wird okay. Wir haben jetzt genau die 500 Teilnehmermarke geknackt. Lieber Jan, ich rufe dich mal auf die Bühne. Wir warten alle sehnsüchtig auf das iPad als Lehrergerät. Willkommen. Ja, Marc, vielen Dank für diese Ankündigung. Danke auch den Zuhörern. Die Zuhörerzahl steigt noch, aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, weil die Pünktlichen sollen ja nicht bestraft werden. Ganz kurz zu mir. Ich bin Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, ganz grob zwischen Stuttgart und Ulm, und ich kann meinen Dialekt nicht immer vertuschen. Verzeihen Sie mir das. Was erwartet Sie heute? Wie in der Beschreibung, es ist ein Anfängerworkshop. Sie haben Ihr iPad neu oder neu im Schulalltag und Sie brauchen ein paar Tipps und Anregungen, dann sind Sie hier richtig. Ich habe die 4 Punkte aus der Beschreibung des Workshops hier nochmal übernommen und genau so läuft es jetzt auch ab. Ich werde das mit fingierten Beispielen zeigen, weil ich möchte keine echten Schüler. Jetzt haben wir irgendwo einen Störton. Keine echten Schülerergebnisse zeigen. Ja, wie gesagt, der Markt betreut den Chat, Fragen zwischendurch und am Ende, das kriegen wir hin. Viel Spaß. Am Ende bitte noch da bleiben, weil ich blende dann noch die Folie ein, unter anderem auch mit dem Feedback. So, wir legen los und ich muss dazu kurz die Freigabe beenden, weil ich mein iPad einblende. So. Sie müssten, wenn alles passt, mein iPad sehen. Und der erste Punkt war ja Audiokommentare. Was kann man damit machen? Und das möchte ich Ihnen zeigen. Ganz pragmatisch. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Klasse. Die Klasse hat einen Aufsatz geschrieben, per Handschrift oder eine andere Arbeit, irgendwas produziert. Ich öffne mir die App Pages. Geben Sie mir eine Sekunde. Meine Maus hat sich verabschiedet und es ist für Sie schöner mit Maus, weil Sie dann den Mauszeiger auf dem iPad sehen. So, jetzt das war wieder der klassische Vorführeffekt. Ich nehme dazu die App Pages. Die kennen Sie vielleicht schon von einem anderen Workshop. Und erstelle mir einfach ein neues Dokument. Wähle eine leere Seite. Und ich mache es dann so, wenn die Schülerinnen und Schüler per Hand geschrieben haben, ganz klassisch ins Heft, mache ich ein Foto und dieses Foto hole ich mir über das Plus und kann hier über die Karteikarte auf die Medien zugreifen, die ich schon erstellt habe. Ich könnte jetzt auch ein Foto machen, ich möchte aber auf meine Medien zugreifen und da sehe ich schon diesen Aufsatz. Ich habe es schon erwähnt, ich habe ja keine echte Schülerarbeit. Ich möchte ja nicht den Datenschutz verletzen. So, jetzt habe ich hier das Problem von diesem Foto. Ich habe hier noch den Tisch drauf und außerdem viel zu viel Papier. Ich gehe einfach auf den Pinsel und über den Knopf Maske bearbeiten. Kann ich zum einen an dem Schieberegler
das Ganze großziehen. Kann auch über die blauen Punkte dieses Feld kleiner ziehen. Ja, und dann, wenn ich zufrieden bin mit meiner Auswahl, wähle ich fertig. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Ergebnis zu annotieren, sowohl mit Stift oder zu kommentieren mit Sprache. Beides zeige ich Ihnen kurz. Wir beginnen mit dem Audiokommentar. Ich wähle hier Plus, möchte ja wieder etwas hinzufügen. Und dann habe ich Audioaufnahme als Auswahl. Wähle ich das aus, erscheint mir sofort dieses Mikrofon an der unteren Seite des iPads. Und in dem Augenblick, wo Sie hier drauf drücken, können Sie direkt lossprechen. Ja, im Falle eines Deutschaufsatzes beispielsweise. In der Inhaltsangabe hast du den Autor vergessen. Ja, könnte ich irgendwie so machen. Und durch Einfügen erscheint auf dem iPad dieses kleine Lautsprechersymbol. Das würde ich jetzt da hinziehen, wo die Info fällt, bei der Einleitung oder was auch immer. Das ist ja nur ein Beispiel. Sie können da ja eingeben, was Sie wollen. Diese Audiofunktion können Sie so oft einfügen, wie Sie möchten. Also Sie können dann nochmal auf das Plus gehen und erneut Audio aufnehmen klicken. Und dann könnte ich sagen, dein Schluss ist dir sehr gut gelungen, deine Stellungnahme finde ich sehr beeindruckend. Und wenn ich zufrieden bin mit der Aufnahme, kann ich die einfügen und dann würde ich das hier an den Schluss ziehen. Diese Audio-Feedbacks nutze ich jetzt auch gerade im Fernunterricht, weil das für die Schülerinnen und Schüler ganz angenehm ist, mal wieder eine Stimme zu hören und nicht nur Text zu erhalten. Wir haben bei uns an der Schule natürlich auch das Glück, dass wir die 1-zu-1-Situation haben. Jedes Kind, jeder Lehrer arbeitet mit einem iPad. Da ist sowas natürlich noch leichter umzusetzen. So, jetzt haben viele von Ihnen bestimmt auch den Stift. Und wenn ich mit diesem Stift einfach aufs iPad tippe, erscheint sofort das Menü des Stiftes und es erscheint aber auch eine schwarze Meldung, um zu zeichnen. Und wenn Sie jetzt zeichnen, entsteht so ein Feld, in dem man eine Grafik machen kann. Und das wollen wir ja gar nicht. Deshalb wählen Sie den Markierstift aus. Das ist der hier. Drück da mal drauf. Jetzt verschwindet auch die Meldung und ich kann hier direkt Worte markieren. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber schreiben, dann nehmen Sie den Stift, also Ihren Pencil und drücken lang auf diesen Markierstift, dann erscheint ein kleines Menü. Und in diesem Menü können Sie umstellen auf Stift. Ich mache jetzt hier einen relativ dünnen Stift. Tippe dann einmal hier in die weiße Fläche, dann verschwindet es. Und dann können Sie hier auch loslegen, direkt zu arbeiten. Ja, in dieses handschriftliche Dokument des Schülers oder der Schülerin. Das ist sehr angenehm. Kann mir das auch ablegen. Das zeige ich nachher, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, und das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Text, der digital erstellt wurde. Das zeige ich Ihnen auch kurz. Dazu wähle ich meine Dokumente aus, oben links. Dort habe ich so einen Demo-Text. Ich mache es ein bisschen kleiner, dann sieht man das besser. So, und auch hier kann ich über das Plus Audios aufnehmen. Genau wie vorher. Ich zeige es noch mal kurz. Ich habe hier das Mikro. Das ist eine Testaufnahme.
Ja, ich könnte die jetzt auch bearbeiten und ein bisschen schneiden. Ich habe eine Vorschau. Manchmal, ja, räuspert man sich ja oder sowas. Kann ich einfach nochmal auf Aufnahme klicken oder auf Abbrechen. Aber wir sind zufrieden und fügen das ein. Und Sie sehen, auch hier geht es ohne Bild. Und in dem Augenblick, wo ich mit dem Stift aufs iPad tippe, kommt wieder das Menü. Ich habe hier den Markierstift ausgewählt. Ups. Na. So, der hier. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn man einen anderen nimmt. Dann kommt ja diese schwarze Meldung. Und jetzt macht er, wenn ich tippe, automatisch dieses Feld auf. Darin könnten wir jetzt eine Zeichnung erstellen und in dieses Dokument einfügen. Aber das wollen wir ja nicht. Und es ist am Anfang etwas verwirrend, weil man möchte ja direkt in den Text schreiben. Das geht aber tatsächlich mit diesem Stift am besten. Das heißt, wir wählen den Markierer, drücken lang drauf mit dem Stift, kann hier die Transparenz einstellen, die Stiftdicke und natürlich auch die Farbe und kann hier dann auch direkt loslegen. Sehr gut ist die Tatsache, das zeige ich jetzt mal. Wenn Sie zoomen, das passt alles. Also das geht alles mit, das bleibt, ja. Auch wenn Sie scrollen, Ihre Annotationen bleiben da, wo sie hingehören. So, das Ganze funktioniert natürlich auch in der App Pages. Das ist diese Tabellenkalkulation, die ich persönlich ja für was ganz anderes benutze, und zwar für so Projektmappen. Jan, ich Und hoffe mal ganz kurz rein bei dir. Entschuldigung. Da kommen gerade einige Fragen nach, diese Audioaufnahmen. Ich glaube mal genau jetzt beantworten. ja. Du hast die in Pages eingefügt. Es wird nach Export gefragt. Was ist mit PDF? Und was ist, wenn die Schüler einen PC nutzen und so weiter? Könntest du da mal kurz drauf eingehen vielleicht? Genau, das mache ich jetzt direkt hier, weil da kann ich das auch zeigen. Ich möchte Ihnen nur noch kurz zeigen, dass es auch in dieser App Pages geht. Entschuldigung, Numbers. Also die Sache mit dem Stift ist genau gleich. Sie müssen auch hier, nee, hier nicht, Entschuldigung, in Numbers können Sie direkt schreiben. Und auch hier kann ich die Audios einfügen. So, und dann kommt natürlich die berechtigte Frage, was passiert? Wir fügen das mal ein. Testaufnahme. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Dokument exportiere? Wir machen das mal, indem wir hier auf die drei Punkte gehen, exportieren und jetzt wähle ich hier aus PDF. Und dann ist es leider die Tatsache, dass er die Audios nicht mitnimmt. Es gibt aber die Möglichkeit, diese Datei über die iCloud freizugeben. Dann haben die Schüler einen Link und können diese Datei im Browser anschauen. Dazu muss man die Datei in die iCloud ziehen und da gibt es einen Freigabelink. Das kann ich nachher kurz zeigen. Aber ich kann sie nicht mit Ton und Video exportieren in PDF. Das übernimmt er leider nicht. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, wenn auch nicht mit erwünschtem Ergebnis. So, also Sie kennen Numbers und Pages mit Audiokommentaren und Stift. Ich zeige noch mal kurz, wenn ich mit dem Stift bei Numbers eintippe, dann kommt die Markierfunktion gar nicht, weil der Stift hier kein Zeichenfeld öffnet, so wie vorher in Pages das Viereck. Hier kann ich direkt losschreiben, kann hier reinschreiben und kann es mit dem Radiergummi-Stift auch wieder entfernen, ohne dass ich natürlich meine erstellte Tabelle lösche. Ich lösche mit dem Radiergummi nur die Annotation.
Ja, dann würde ich zum zweiten Teil kommen von vier. Und zwar ging es ja darum, um das Bewerten. Und das mache ich ganz gern mit einer Checkliste, mit einem Bewertungsbogen. Wie ich da vorgehe, zeige ich Ihnen. Ich erstelle mir so einen Bewertungsbogen als eigene Vorlage. Wie man das macht, zeige ich gleich. Ich möchte zuvor zeigen, wie ich es nutze. Das hier ist so ein Beispielbewertungsbogen, den habe ich selber erstellt. Machen wir nachher gemeinsam. So, und da habe ich jetzt einfach mal irgendwas reingeschrieben. Wir haben den deutschen Aufsatz oder so. Und dann kann ich hier oben gucken, was alles reingehört. Habe hier meine Schülerliste. Und jetzt gehe ich her und mache über den Splitscreen, den haben Sie vielleicht schon kennengelernt bei einem anderen Workshop. Mach mir hier den Schüleraufsatz auf. Also ich habe die App Pages geöffnet, habe hier diesen Demo-Aufsatz drin. Dann kann ich mir den Monitor ein bisschen kleiner ziehen über diesen kleinen grauen Balken hier. Das ist nicht sonderlich groß. Der Bildschirm, das stimmt schon, aber die Tatsache, dass ich sowas im Zug, im Bus, im Stau, wo auch immer machen kann, finde ich schon charmant. Ich kann ja dann zu Hause weiterarbeiten. Mal als kleiner Tipp: Wer ein iPad als Dienstgerät oder als Lehrergerät erhalten hat und sonst kein Gerät von Apple hat, das ist gar nicht schlimm. Sie können dieses iPad mit dem Adapter an einen Monitor anschließen, an einen HDMI-Monitor. Mein Laptop war beispielsweise 10 Tage in Reparatur, iPad an den Monitor angeschlossen mit Tastatur und Maus, nahezu vollwertiger Computer, solange ich nicht irgendwelche krassen Programmiergeschichten habe oder administratives, aber für so extrem gut. Ja, und jetzt kann ich mir den Aufsatz angucken. Und kann jetzt in diesen Checkboxen abhaken, was ist denn alles erfüllt, was nicht. Wenn ich dann diesen Schüler Tim, der hier in der ersten Zeile steht, fertig habe, dann würde ich einfach hier auf zurückgehen und würde mir den nächsten Aufsatz holen. Das kann auch ein handgeschriebener sein, den haben wir ja vorher schon benutzt. Ja, und auch da könnte ich dann schauen, ist denn alles da? Das muss ja nicht immer zwingend nur um Benotung gehen, es kann ja auch um Feedback gehen, wo man einfach abhakt, Aufgabe 1, Aufgabe 2 und so weiter. Ja, das sind die Checklisten und ich würde Ihnen jetzt noch zeigen, wie man das erstellt. Ich schiebe das mal zur Seite. Und zwar, wenn Sie in der App Numbers sind, können Sie über dieses Plus hier oder hier oben eine neue Datei erstellen oder eine neue Tabelle. Und dann ist eben der Trick schon, diese einfache Checkliste zu nehmen als Vorlage. Die finden Sie hier bei einfachen Vorlagen etwas weiter rechts. Und wenn Sie die auswählen durch Antippen, sieht das so aus. Und der Trick ist es, jetzt diese Spalte hier, wo die Checkboxen schon drin sind, zu kopieren. Wie machen Sie das? Sie tippen einmal in die Tabelle und es erscheinen oben die Buchstaben. Die kennen Sie von Excel. Und wenn ich jetzt den Buchstabe A antippe, erscheint so ein kleines Kontextmenü. Und da können Sie Kopieren machen. Und wenn Sie dann den Buchstaben A nochmal antippen, erscheint wieder ein Kontextmenü und Sie können das hier einsetzen. Und das machen Sie einfach so oft, bis Sie alle Spalten haben, die Sie wollen.
Ja, kann man einfach immer einen Buchstabe antippen und dann einsetzen. Und ich glaube, genau, man kann auch das so machen, das zeige ich jetzt nochmal. Sie tippen den Buchstaben an und es erscheint im Kontextmenü, ja, wenn ich die Maus bewege, geht es weg, Spaltenaktionen ganz rechts. Und wenn Sie da drauf tippen, haben Sie hier in dem Menü auch Spalte rechts und Spalte links hinzufügen. Ich mache mal rechts. Und auch dann habe ich die, die ich benötige. Die Spalte E packe ich einfach oben an dem Buchstabe. Und wenn Sie die dann so ziehen, dann kriegt man die ganz nach links. Ebenso mache ich es mit der Aufgabe. Das ist auch nicht schlimm, wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Das probieren Sie ein bisschen aus, das kriegt man hin. Also ganz oben packen und dann nach links ziehen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, so, das ist meine Hausaufgabenkontrollliste oder Anwesenheitsliste, ja, da kann ich ja alles machen. Wochenplankontrolle etc. Tipp mal hier oben rein, Checkliste, einfach wie gewohnt in anderen Tabellenkalkulationen den Text verändern. Und wenn Sie jetzt irgendwann sagen, hey, das ist gut so, so möchte ich das haben für meine Deutschaufgaben, dann könnten Sie das exportieren. Sie können sich da ja unendlich viele machen, so viel wie Sie halt brauchen. So, jetzt wollen wir das ja aber nicht jedes Mal machen. Deshalb gehen Sie her auf diese drei Punkte rechts oben und wählen Exportieren. Und jetzt sehen Sie es schon ganz unten, Numbers Vorlage. Und wenn Sie da drauf drücken, dann werden Sie gefragt, ob Sie das zur Vorlagenauswahl hinzufügen möchten. Und ja, das wollen wir. Und jetzt sehen Sie ganz unten wird Ihnen das jetzt schon angezeigt. Und zwar bei Meine Vorlagen. Das heißt, einmal Arbeit für immer da. Das ist wirklich eine praktische Funktion, wenn man sich schnell ein paar Vorlagen erstellt. In Pages und Keynote geht es übrigens genauso. Sie können da auch die erstellten Dinge als Vorlage exportieren. Das ist das Charmante an diesen drei Apps. Kennen Sie eine, können Sie alle bedienen, zumindest in den Grundfunktionen. So, jetzt frage ich mal den Marc, ob wir kurz zwei, drei Fragen einschieben sollen. Ja, okay. Eine Frage war, wie macht man die Spaltenbreite? Wie gleicht man die Ja, an? genau. Sie müssen dazu Fingerspitzengefühl beweisen. Und zwar müssen Sie versuchen, mit der Maus, wenn ich eine Maus habe, sieht man es, wie der Mauszeiger sich verändert. Aber die meisten nutzen keine Maus. Das heißt, sie müssen zwischen den Buchstaben hier diese Zelle erwischen. Das ist tatsächlich nicht immer auf Anhieb machbar. Das heißt, sie tippen die Spalte an und dann sind hier zwei so weiße Striche und die müssen sie erwischen. Da müssen Sie ein bisschen probieren, aber dann kriegt man das hin. Ja, also Spalte antippen, zwei Striche, dann kriegt man das hin. Okay. Okay. Wunderbar. Eine weitere Frage war, kann man auch den Text Datum und Aufgabe ändern? Ja, Moment, wir gehen kurz zu unserer Checkliste. Genau hier. Sie klicken einfach in die Zelle rein mit dem Finger, mit der Maus. Und dann erscheint unten rechts eine Tastatur oder dieser Pfeil. Der Pfeil ist auch für die Formeln und sowas.
Aber Sie können einfach auch doppelt reinklicken in das Feld mit dem Finger zweimal. Dann erscheint der Cursor oder das Wort wird markiert und dann haben Sie die ganz normalen Textfunktionen. Also ich zeige Ihnen das mal. Doppelt reintippen, der Cursor kommt und Sie können hier alles ändern. Sie können sich mit ein bisschen Liebe das Ding auch farblich komplett umgestalten. Das ist wirklich klasse. Also ich kenne zum Beispiel auch von den Grundschulen, die arbeiten ja oft mit so Bonussystemen. Und da hat der Lehrer hier sein Bonussystem. Hier ist die Schülerliste und dann können die sich hier so Bonussternchen sammeln. Also da ist hier oben ein Stern drin, da ein Herzchen. Und dann kriegen die halt, wenn die irgendwie was Tolles gemacht haben, so ein Häkchen. Und das ja, motiviert die ja unglaublich. Also da ist ihre Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Okay. Wunderbar. Eine letzte und die finde ich auch sehr, sehr spannend, die Frage, und du wirst sie auch easy beantworten können. Kann man so eine Checkliste auch gemeinsam mit einem Kollegen verwalten oder einem Kollegium vielleicht sogar? Ja, danke, Marc. Das geht. Sie brauchen dazu eine Apple-ID. Wenn Sie die haben, ich zeige Ihnen mal kurz, wenn Sie eine haben, dann können Sie die bei Einstellungen hier oben links eingeben. Wer noch keine hat, man kann die kostenlos erstellen. So, ich gehe mal zurück in Numbers. Und dann machen Sie Folgendes. Sie gehen hier auf dieses Symbol mit diesem Mensch, Oberkörper und dem Plus. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis für Sie. In dem Augenblick, wo Sie gemeinsam dran arbeiten möchten, schiebt das iPad diese Datei automatisch in die iCloud. Und das ist auch schon mein Übergang zum nächsten Thema, nämlich wir sagen jetzt okay und jetzt hat er sie in der iCloud gespeichert. Sie ist jetzt in der Cloud, nicht mehr lokal auf dem iPad. Warum sage ich das? Sie müssen natürlich jetzt etwas behutsamer mit den Daten umgehen. Trotz allem gibt es ja auch Checklisten. Ah, okay, ich habe das automatisch abgeschalten. Moment bitte. So. Wenn die Datei in der Cloud liegt, dann sehen Sie, wird das hier grün und ich kann jetzt hier, na, so, Personen hinzufügen. Na, so, das ist jetzt ja der Klassiker. Sowas passiert natürlich immer in solchen Vorführungen, ne, wenn man es nicht erwartet. Aber das ist nicht witzig, weil das hatte ich noch nie. Diesen Fehler hatte ich noch nie. Deshalb machen wir Folgendes. Wir öffnen sie einfach nochmal. Und ja, er macht es nicht auf. Finde ich jetzt spannend. Wir nehmen mal kurz ein anderes Numbers-Objekt und ich klicke hier drauf und jetzt geht's auch. So, wenn Sie hier auf dieses Plus klicken, dann fragt Sie das iPad, wie möchtest du das teilen? Und dann sage ich, ich mache das per Mail und dann schicken Sie diese Teilungseinladung Ihrem Kollegen. Er bekommt dann diesen Link und kann mit Ihnen diese Datei gleichzeitig bearbeiten. Ja? Sie können auch noch einstellen, was die andere Person machen darf. Nur ansehen. Wenn Sie zum Beispiel Schüler haben, die eine Apple-ID haben, könnten die Ihnen beim Fernunterricht wunderbar zusehen, wie Sie an einer Datei arbeiten. Das macht dann Sinn, wenn Sie Ihnen was vorrechnen oder so und Sie nicht wollen, dass die Ihnen reinfuschen, ja, und Ihnen da reinschreiben. Aber über diesen Knopf geht das. Hier Person hinzufügen und dann wählen Sie, in der Regel nimmt man die E-Mail und dann drückt man auf E-Mail drauf, Sie geben die E-Mail ein und schicken die weg.
Und wenn Sie dann gemeinsam arbeiten, sehen Sie hier oben, wenn Sie dann da draufklicken, auch welche Personen gerade online sind und diese Datei bearbeiten. Ja, auch das geht, genau. Hier geht es immer noch nicht. Spannend, hatte ich noch nie. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, die wir an den Schluss schieben, dann würde ich weitermachen. Punkt 3 von 4. Der heißt ja Dateien organisieren. Da bin ich ganz froh, dass der Marc auch im Chat ist. Der ist nämlich da, der Profi. Sie sehen jetzt hier schon Numbers und Sie sehen hier auch Ordner und Dateien und so. Und ich drücke jetzt mal den Home-Button und wähle die App Dateien. Das ist dieser blaue Ordner auf weißem Hintergrund. Und Sie sehen schon, das sieht relativ ähnlich aus. Jetzt gehe ich mal zurück kurz. Bei Ihnen sieht es in der Regel so aus. Und auf der linken Seite haben Sie die Speicherorte. Sie haben hier das iCloud Drive, wenn Sie eine Apple-ID haben, und Sie haben auf meinem iPad. Und es ist auch ganz wichtig, weil es gibt Dateien, die sollte man oder darf man ja nicht in die Cloud laden. Deshalb kann ich hier schnell sehen, wo sich das befindet. Ja, das sind die Dateien auf meinem iPad, die sind hier lokal gespeichert. Und in der Regel ist so die klassische Frage, ich brauche einen neuen Ordner. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Hier oben das Plus-Symbol. Da können Sie einen neuen Ordner erstellen. Der wird Ihnen erstellt und das Wort ist auch gleich aktiviert, sodass wir es ändern können. Und durch Drücken der Bestätigungstaste haben wir den Ordner erstellt. Die zweite Variante, Sie klicken einfach hier auf die weiße Fläche, halten das gedrückt. Und dann kommt auch das Kontextmenü und Sie könnten einen neuen Ordner erstellen. So, iPad-Neulinge tun sich schwer, weil sie sagen, wenn ich hier jetzt so einen Ordner anklicke, ich habe hier oben so einen Demo-Ordner, dann hüpft er da rein und ich sehe jetzt gar nicht, wo ich war und wie komme ich jetzt wieder zurück. Ja, dann müsste ich da oben auf meinem iPad drücken. Und da wurde ganz schön nachgearbeitet an der App und das finde ich sehr gut. Sie können nämlich hier oben die Spaltenansicht wählen. Und in der arbeite ich in der Regel. Warum? Das sehen Sie gleich. Jetzt habe ich die Spalte hier und wenn ich jetzt meinen Demo-Ordner antippe, habe ich hier direkt die Dateien, die da drin sind. Und wenn ich den anderen Ordner antippe, habe ich die auch. Ja, also ich kann jetzt hier schön durch meine Dateien scrollen und könnte auch, wenn ich nur die oberste Ebene haben möchte, wieder zurückgehen. Und dann auf mein iPad. So. Sie möchten wissen, was in einem Ordner ist, ohne die Spaltenansicht. Auch das geht. Wenn Sie in einem Ordner mehrere Objekte haben, können Sie den Ordner lange antippen, dann öffnet sich so ein Kontextmenü. Und da gibt es dann ganz unten in neuem Fenster öffnen. Ja, und jetzt haben Sie automatisch den Splitscreen. Auch das ist sehr praktisch. Ja, ich habe gerade so mit einem Auge auf den Chat gelinst und habe da sowas von Datenschutz gelesen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wir sind keine Juristen. Wir haben hier 16 Bundesländer als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da tun wir uns sehr schwer, das zu beantworten. Wir sprechen es immer nur an, weil gerade für iPad-Anfänger ist es schwierig, weil die iCloud Drive sofort aktiv sind, wenn man die iCloud aktiviert. Und dann passiert es oft, dass man Dateien da reinlädt, obwohl man sich nicht bewusst ist, dass es die Cloud ist. Ja, und ich habe was vergessen. Es tut mir leid. Wir haben natürlich auch aus anderen Teilen Europas Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Also hallo auch außerhalb Deutschlands. Aber das bestätigt ja den Marc und mich, da kennen wir uns noch weniger aus mit dem Datenschutz. So, jetzt haben Sie hier eine Datei und Sie möchten diese Datei, zum Beispiel Milchbetrieb, in den Demo-Ordner packen. So, wie machen wir das? Sie nehmen einfach Ihren Finger, halten die Datei gedrückt und ziehen die weg. Lassen Sie sich von dem Kontextmenü, das da aufgeht, nicht beeindrucken. Einfach auf den Ordner Demo ziehen. Na? Abbrechen. Jetzt habe ich es falsch gemacht. So, also Sie sehen, auch bei mir klappt es nicht immer. Jetzt hat es geklappt. Einfach da drauf ziehen und dann ist die da drin. Man kann die Dateien einfach schnappen und genauso gut können Sie die Dateien auch schnappen und hier zwischen den Laufwerken wechseln. Ja, das ist schön. Sie können da also, wenn Sie eine Datei in der iCloud Drive haben und die dann nicht mehr haben wollen, dann können Sie die auch einfach da rausziehen. Ich kann aber auch über Auswählen eine Datei anwählen und hier unten bewegen. Ja, ich kann sie teilen, ich kann sie duplizieren, so die ganzen Standardfunktionen. Ganz kurz zu Tags. Das würde den Rahmen dieser Veranstaltung leider sprengen. Das ist eine Suchfunktion. Wenn man Tags nutzt, macht man eigentlich weniger Ordner. Ich gebe dann diesen Dateien eine Eigenschaft mit und könnte dann umsortieren, also beim Suchen, alle Dateien suchen, die zum Beispiel den Tag rot haben. Sie können auch eigene Tags erstellen, Beispiel Schule oder privat. Und wenn Sie einer Datei den Tag privat geben und Sie suchen dann hier oben nach privat, werden Ihnen die alle angezeigt. Da mache ich jetzt aber Folgendes, da verweise ich auf den Marc Essenheimer, der hier den Chat betreut, der hat es nämlich ausführlich erklärt und das finden Sie auf YouTube oder, ich weiß nicht, Marc, machst du die Session nochmal? Ja, die mache ich auf jeden Fall nochmal. Ich bin nicht sicher, Montag oder Dienstag. Ich schaue mal eben nach hier. Da wird alles nochmal zu Dateimanagement, Dateien verschieben, Tags und so weiter auch nochmal genau erklärt auf jeden Fall. Und zwar am Montag, 18 Uhr. Herzlich willkommen. Genau. Kann ich empfehlen, weil als Nachbearbeitung Teil 3 möchte ich Ihnen nur so grob zeigen, wie man mit diesen fertigen Dateien umgeht, wo man die hinschieben kann. Diese App Dateien ausführlich zeigt der Marc in seiner Session. Ich verrate Ihnen was, ich habe mir die selber angeguckt und ich habe noch viel gelernt. Also unbedingt hingehen. So, in Anbetracht der Zeit muss ich jetzt Gas geben. Und zwar, Sie können hier also Dateien durchziehen, schieben und auswählen, bearbeiten. Und jetzt komme ich auch schon zum vierten und letzten Punkt. Und der heißt nämlich OneDrive und andere Tauschlaufwerke verbinden. Das ist einfacher, wie es sich anhört. Hier oben gibt es drei Punkte. Und wenn ich die auswähle, können Sie Seitenleiste bearbeiten machen. So, und jetzt sehen Sie, gibt es bei mir OneDrive und Dropbox. Ich habe die deaktiviert mit Absicht. Ich wollte Ihnen das ja jetzt zeigen. Ich mache die jetzt aktiv, indem ich sie auf grün schiebe und fertig sage. So, und jetzt kommt im Chat in der Regel, das geht bei mir nicht. Das stimmt, ist aber einfach zu lösen. Ich drücke mal auf den Home-Button und schauen Sie mal, was hier ist und hier. Das ist die Voraussetzung. Sie brauchen die Apps. Sie müssen die App trotzdem laden. Aber Sie müssen die App dann nicht mehr benutzen. In dem Augenblick, wo Sie die App laden, haben Sie in den Dateien die Verknüpfung.
Und das ist wirklich genial, weil jetzt habe ich hier über alle meine Laufwerke den Überblick. Heißt, Sie können auch, ich bin hier noch nicht angemeldet, mit dem Schulkonto, mit dem Privatkonto. Wenn Sie Privat- und Schulkonto haben, OneDrive, so ist es bei uns im Kollegium, sehr viele haben es auch privat, dann können Sie das auch beides machen. Ja, Sie können einfach, wenn Sie in der App den zweiten Account hinzufügen, erscheint es hier nochmal. Sie können hier iServe und anderes verbinden. Auch das gibt es am Montag ganz im Detail. Hier geht es nur darum, dass Sie sehen, dass es geht. Und zwar über Seitenleiste bearbeiten. Ja, und wenn Sie das hier aktiv haben, dann können Sie, ich bin jetzt nicht angemeldet, aber wenn Sie angemeldet sind, dann können Sie auch alle Dateien, so wie wir sie zwischen Drive und auf meinem iPad hin und her ziehen können, Sie können die hier einfach draufziehen. Ja, kein Problem. So, und jetzt komme ich zum letzten und dann bin ich schon fast fertig. Sie haben vielleicht ein Heimnetzwerk, Sie haben vielleicht so eine kleine NAS, so eine Netzwerkfestplatte oder Sie haben in der Schule ein Tauschlaufwerk, über das Sie zugreifen können mit Browser und so weiter. Das geht auch und zwar, indem Sie auswählen, mit Server verbinden. Dann wird es ein bisschen technisch, aber so schwierig ist es gar nicht. Weil diese Informationen bekommt man in der Regel vom Schuladministrator. Ich nehme jetzt mal meine private Netzwerkfestplatte. Die hängt hier an der Fritzbox. Da tippe ich jetzt die Adresse ein. Das ist eine interne, deshalb ist es nicht schlimm, dass Sie das sehen. Und dann fragt er natürlich den Namen. Den habe ich so eingerichtet für diese Session hier. Und wenn man die richtigen Daten hat, Sie sehen das, wird Ihnen das hier als Netzwerk angezeigt. Und auf dem Home-Laufwerk dieses Benutzers sehe ich jetzt auch die Dateien. Ich habe hier mal beispielhaft drei Ordner angelegt: Schule, Privat, ja. Und auch hier können Sie jetzt ganz normal Dateien nehmen und draufziehen. Ja, ich mache das mal mit dem Demo-Text. Ich schnapp mir den und na, ziehe den hier auf die Adresse, warte ein bisschen, die blinkt. Dann ziehe ich auf den Ordner, der blinkt, geht automatisch auf und dann sage ich, ja, das ist Deutsch und lass los und habe jetzt im Augenblick die Datei von meinem lokalen iPad hier auf meine Netzwerkfestplatte gespeichert. Und so hätten Sie gleich beispielsweise, wenn Sie eine Notenliste haben, lokal auf Ihrem iPad, auf Ihrer Netzwerkfestplatte als Datensicherung. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist schon 20:50 Uhr. Warte jetzt noch, ob eine Frage kommt, die ich am iPad zeigen kann. Sonst würde ich nämlich nochmal die Präsentation einblenden mit ein paar Infos und dem Feedback, weil auch wir uns immer verbessern wollen. Ja, erstmal, Jan, lieben Dank dafür und den Fragen. Ich glaube, es hat sich größtenteils alles geklärt. Ich konnte das verschieben, konnte das erklären. Eine Frage zu vielleicht zum Schluss. Hast du gerade die Datei verschoben oder kopiert? Ah, das ist eine wichtige Frage. Wenn man sie so zieht mit dem Finger, dann ist es verschieben. Aber ich zeige Ihnen das mal. Sie können auch, oh, das tut mir leid, das war eine Fehlinfo. Ich habe gerade gesehen, durch die Netzwerkanbindung hat er sie kopiert. Aber idealerweise können Sie es auch nicht durch Schieben machen, sondern Sie gehen auf Auswählen, sagen Markieren. Und jetzt kann ich nämlich ganz klar definieren, möchte ich sie bewegen oder duplizieren? Ich möchte sie jetzt bewegen. Und dann habe ich auch eine schöne Auswahl. Sie sehen das. Da wird mir dann alles angezeigt, wohin möchte ich es denn bewegen? Also das ist eigentlich
der schönere Weg. Genau, sehe ich auch so. Und jetzt nochmal die große Frage, die kommt oftmals natürlich, wie hast du den Splitscreen gemacht? Ja, genau, also Splitscreen zeigen wir immer nochmal. Sie müssen eine App öffnen Ihrer Wahl. Ich nehme jetzt hier mal Pages. Und dann müssen Sie mit dem Finger von ganz unten außerhalb des iPads über den schwarzen Rand langsam nach oben fahren. Und wirklich langsam, dass das Dock erscheint. Sobald das Dock erscheint, sofort aufhören. Ich zeige mal, was passiert, wenn Sie weitermachen. Dann passiert nämlich das. Das wollen Sie nicht. Also von unten nach oben, bis das Dock erscheint. Jetzt nehmen Sie eine zweite App, die da unten ist. Ich nehme jetzt hier mal das Numbers-Symbol. Und dann müssen Sie draufdrücken und den richtigen Zeitpunkt erwischen, indem Sie die App einfach wegziehen und am Finger kleben haben. Wenn Sie jetzt nach rechts oder links gehen, wird der Hintergrund schwarz. Und wenn der Hintergrund schwarz ist, können Sie loslassen. Wie kriege ich den Splitscreen wieder weg? Ich muss hier in der Mitte den grauen Balken nehmen und ziehen in eine Richtung, welche ist egal. Manchmal passiert das hier, das zeige ich Ihnen mal. Dann lässt man zu früh los, dann ist die App plötzlich so in so einem Schwebemodus. Es gibt nicht alle Apps unterstützen den Splitscreen und dann funktioniert dieser Schwebemodus. Wenn Sie das haben, aber den Splitscreen möchten, schnappen Sie oben den kleinen grauen Balken und ziehen den wieder ganz nach rechts und dann passt es auch wieder. Ja, Splitscreen beenden, indem Sie hier den grauen Balken nehmen und eine App einfach aus dem Bild rausziehen. Kleiner Tipp, es gibt ganz viele YouTube-Videos zum Splitscreen. Das denke ich auch auf jeden Fall. Es kommen noch ganz viele Fragen nochmal zu den Dateien mit USB und so weiter. Darauf möchte ich nochmal auf meine Fortbildung am Montag in eigener Werbung hier quasi verweisen. Da wird es nochmal beantwortet, das würde hier den Rahmen sprengen auf jeden Fall. So, aber das Letzte, eine Frage ist noch, bei manchen sind weniger Apps im Dock. Wie kriegst du die Apps ins Dock unten rein? Magst du das nochmal ganz kurz zeigen? Das ist ziemlich schnell einfach gemacht. Dann gebe ich mein iPad nochmal frei. So, die Apps bekommen Sie ins Dock. Jetzt sieht man, doch, man sieht mein iPad. Sehr gut. Indem Sie die App nehmen und einfach reinziehen. Vorsicht, wenn Sie auf das X klicken, dann ist die App weg. Einfach schnappen und reinziehen. Wenn Sie fertig sind, oben rechts auf Fertig klicken. Es gibt auch die Möglichkeit, eine App lange anzutippen und dann kommt die Auswahl Home-Bildschirm bearbeiten. Dann wackeln die auch so rum. Dann kann ich die da auch verschieben. Ja. Genau. Wenn Sie fertig sind, oben rechts auf Fertig klicken. Und genau. Dann würde ich jetzt nochmal die Keynote einblenden und freue mich, wie gesagt, auf Feedback. Ich gehe das mal schnell durch. So, genau, machen wir deine Keynote. Ich glaube, ich habe noch viele Fragen nochmal zu den Netzwerksachen und so. Das machen wir Montag auf jeden Fall. Alle herzlich willkommen, meldet euch an. Das findet ihr auf der Festival of Learning Homepage auf jeden Fall. Da gehen wir auf diese ganzen Sachen nochmal ein. Netzwerkerstellung und Dateimanagement und so weiter. Gar keine Panik. Das wird nochmal gut. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da würden wir nochmal 20 Minuten oder so brauchen. Locker. Genau. Also wir haben jetzt hier den YouTube-Kanal, der schon angesprochen war. Der Marc wird vermutlich auch die Links einstellen in den Chat. Ansonsten hier drauf gehen. QR-Code kurz abfotografieren. Wenn nicht, der Marc stellt es in den Chat. Es gibt das Apple Teacher Programm. Das sind wirklich sehr gut gestaltete Fortbildungen. Wenn Sie schon so ein Gerät haben, dann lohnt sich das wirklich zu machen. Ja, zwischendurch sage ich mal Danke für diese Emojis hier, diese Reaktionen.
Vielen Dank, wenn es Ihnen was bringt und gefällt, das freut uns immer. Ja, da ist hier der Link dazu. Und dann gibt es da auch ganz viele kostenlose Bücher. Keine Panik, Sie müssen die nicht alle durchlesen, aber wenn man die so quer liest, ist das ganz spannend, weil da sind überall Interaktivitäten drin, ja, so Beispiele, Sachen, die man sich auch runterladen kann. So, ja, das gibt's hier. Und dann gibt's noch zu Swift auch eine feine Geschichte, wer mal ins Programmieren einsteigen möchte. Das ist auch schon im Chat. Für einsame Corona-Winterabende ein bisschen Edufunk-Radio. Und dann zum Schluss darf ich Sie um Ihr Feedback bitten. Kostet ein paar Sekunden Zeit. Können Sie ein bisschen was ausfüllen? Ich lasse diesen QR-Code mal stehen. Und wie gesagt, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen ein schönes Feierabendgetränk. Bis bald und gebt nochmal den Hinweis mit, wem die Dateien-App zu kurz kam. Bei Festival of Learning nach Marc Essenheimer suchen, der macht es ausführlich. Vielen Dank, einen schönen Abend.